Natürlich Lebensfreude. Moment mal. Dein Augenblick für Bewusstheit, Selbstfindung und Erholung. Herzlich willkommen. Hier sind eure Bewusstheitstrainer und Freunde auf dem Weg. Hier sind Sam und Daniel mit Roman. Ja, denn wie unsere letzte Sendung gehört hat, hat mitbekommen, es ist quasi eine Spezialeditionsausgabenserie, die mit der letzten Sendung angefangen hat. Und während wir ja in den Podcast bis hierhin Romans Sprüche transportiert haben durch uns selbst, ist er diesmal selber da, und zwar seit der letzten Sendung. Und so werden wir einige Sendungen lang direkt mit dem Roman vor Ort kommunizieren können. Hallo an alle und hallo Sam, hallo Daniel. Ja, schön, dass du wieder bei uns bist. In der letzten Sendung sind wir eingetaucht in die Welt der Erschaffer, um erstmal zu verstehen, aus deinen Augen, wie du die Welt siehst. Denn bei dir ist ja anatomisch einiges ein bisschen anders und du hast dadurch Qualitäten mitgebracht in dieses Leben als Erschaffer, die physisch-geistig sind und die anderen Menschen Unterstützung geben. Und so sind wir gekommen auf Schwingungen, weil du alles in Frequenzen und Schwingungen siehst. Und damit wir auch verstehen, dass wir das im Grunde auch können, obwohl wir eben anatomisch anders sind als du, hilfst du uns über die Sendung auf den Weg des Erschaffers. Also die Schwingung einer Emotion, und so sagst du, jede Schwingung hat eine andere Emotion, beziehungsweise alles ist im Prinzip Schwingung und hat verschiedene Frequenzen, die wir erkennen lernen dürfen oder fühlen lernen, oder wie würdest du es am besten beschreiben? Also einmal, ich würde es sogar entdecken nennen, weil jede Frequenz ist ja einzigartig und unser Körper hat unendliche Bewusstseinszeichen zum Beispiel, wo der ganze Körper in jeder Zelle einzeln schwingt für sich und dadurch auch die Emotionen aufbaut und sich selbst in den Emotionen wiederfindet und der Körper dann in der Zelle schon die Emotionen wieder ins Bewusstsein ruft, und da entstehen ganz viele verschiedene Schwingungen und Frequenzen, wo wir selber dann diese Wahrnehmung über uns überhaupt haben. Ja, das heißt, wenn du sagst, jede Zelle hat eine eigene Schwingung und ist ein eigenes lebendiges Teilchen, so ist ja auch jedes Organ, was ja aus vielen Zellen besteht, dann auch für sich ein autarkes lebendiges Teilchen, ja? Absolut richtig. Das heißt, die Bewusstseinszeichen organisieren sich zu einem Organ, das dann wieder ein Gesamtbewusstsein hat und das dann auch wieder Emotionen und Frequenzen freigibt, dass es untereinander kommunizieren kann. Das heißt, sie haben ein eigenes Kommunikationsnetzwerk, wo wir dann uns dann wieder als Einheit, als physisches Wesen wahrnehmen, obwohl wir eigentlich komplett aus Frequenzen sind und gar keine Festigkeit haben. Welches Sinnesorgan ist denn dann dafür zuständig, um das wahrnehmen und verarbeiten zu können, wenn doch alle uns bekannten konventionellen Sinnesorgane das irgendwie nicht erfassen können? Oder übersehen wir da was? Mhm. Im Endeffekt entsteht es dadurch, dass der ganze Körper, alle Sinnesorgane, wenn man es mal dieses menschliche Wahrnehmen nimmt, hat es in allen Organen drin. Das heißt, jede Zelle kann alles wahrnehmen. Sie kann fühlen, riechen, schmecken. Und der ganze Körper kann das an jeder Stelle, und man kann sich sogar damit selbst trainieren, wenn man dann mit den Händen riecht oder mit den Füßen, das manchmal vielleicht nicht so angenehm ist, aber aber es klingt zumindest erstmal sehr abstrus. Ja. Genau. Und das ist, und da habe ich auch schon Übungen mit vielen Menschen gemacht, die das dann sehr gut konnten. Das Spannende ist, dass wenn wir verstehen, dass wir alles überall können, heißt es, dass wir verstehen, dass wir auf allen Ebenen wahrnehmen und der Körper natürlich dadurch viel mehr ist, als wir bis jetzt bedenken. Und wer spricht dann immer in unserem Kopf und wer erklärt uns dann da, zum Riechen ist die Nase da und zum Hören die Ohren? Das ist eine sehr spannende Frage, weil das ist, alle Zellen, die den Körper dann in sich als Körper wahrnehmen, geben dann an eine Energiefrequenz die Position. Das heißt, wir geben dann ein Signal an irgendeine Station vom Körper, wo wir sagen, das nehmen wir jetzt mal als das Riechorgan. Und dadurch, dass wir uns anatomisch so geformt und dass jeder den anderen so erkennt in der Menschlichkeit, dass alles gleich aussieht, haben wir uns dann auch das antrainiert,
so zu riechen und so zu hören. Ist das dann auch wieder aus unserer Radiostation, die wir in der letzten Sendung ja benannt haben, für unser Aussenden von Schwingungen, ist das dann sozusagen unsere Schwingungsfrequenz Nase, die unser Gegenüber auch aufnimmt? Aha, da ist die Nase von Erschaffer X und damit wird gerochen? Genau, also wir haben uns dadurch ein Bild gegeben, wo wir uns alle gleich erkennen. Mhm. Und können dadurch natürlich dann die Einfachheit mit den Sinnesorganen in Kontakt treten. Wenn wir uns jetzt hier alle drei erzählen, dass wir mit unserem Rücken riechen könnten und unser Bewusstsein offen wäre für diese Information. Also wer kann es verhindern und kann es denn so sein? Verhindern kann es keiner, weil wir es ja selbst bestimmen, weil wir der Erschaffer auch des Körpers sind. Und wenn wir uns darauf einlassen, ist es, dass wir die Erkenntnis wieder haben, dass wir die Freiheit selbst sind. Und nicht an irgendwelchen scheinbaren Sachen, die wir gelernt haben, festhalten. Ich arbeite immer noch an diesem Bild, ja, um eins zu bekommen zum Thema, dass eben Füße riechen können. Das trägt natürlich auch was Humoristisches in sich, ja, die Füße ihre Eigenschwelle überschritten haben, um anderes wahrnehmen zu können. Aber das soll in dieser Sendung nicht Thema sein, sondern es gibt ja sehr wohl die Möglichkeit, zum Beispiel Menschen, die über die Augen nicht sehen können, über andere Techniken ein Sehen beizubringen, was sie tatsächlich ihre Umgebung visuell wahrnehmen lässt. Es geht also sehr wohl, dass wir mit anderen Möglichkeiten als den konventionellen, dafür geglaubt zuständigen Sinnesorganen etwas erleben können. Genau, richtig. Und umso mehr wir verstehen, wie unser Körper funktioniert oder umso mehr wir uns auf unsere Schwingungsfrequenzen der Zellen und der zusammengefügten Organe oder wenn es verschiedene Organe einen Körper dann haben, umso mehr wir darauf einlassen und es wahrnehmen, umso mehr werden wir merken, dass das, was wir bis jetzt benutzt haben, nur ein kleiner Prozentsatz ist. Das heißt, die Ohren, die wir uns als Ohren so erschaffen haben zu hören, nehmen vielleicht 0,01% Wirklichkeit vom ganzen System wahr. Wenn wir den ganzen Körper als Gehör nehmen würden, würden wir plötzlich so viel mehr wahrnehmen. Und das ist der eigene Weg, sich wieder zu erkennen. Das heißt, es ist ein eigener Prozess für sich. Jetzt gibt es bestimmt Menschen, die sagen, was reden die da für einen Quatsch und was erzählt der Roman da mit Hören mit dem ganzen Körper? Ich frage dich direkt, wie hörst du und kannst du all das, was du uns hier im Podcast erzählst, kannst du das auch selber? Hast du es erfahren? Viele Sachen ja, bewusst, also das mit dem Hören und mit dem Sehen, aber auch mit dem Riechen habe ich alles selbst erfahren. Und darauf habe ich auch damals das Seminar gemacht, weil ich mir dachte, das ist ja so cool, wenn man was anders macht als gewohnt. Und ich bin natürlich auch selbst immer im Ausprobieren, weil man so viele Möglichkeiten hat. Und wenn man wirklich mal das wahrnimmt, dass man zum Beispiel auch mit dem Rücken nicht nur riechen kann oder hören kann, sondern auch sehen plötzlich kann und vorne die Augen zu verbunden hat und dann plötzlich wahrnimmt, dass man sehen kann, ist natürlich eine ganz spezielle Nummer, weil man dann nochmal was erfasst, was bis jetzt der Verstand nicht annehmen kann. Aber das bedeutet ja auch, dass man sein ganzes Wahrnehmungsbild und seine diesbezüglichen Fähigkeiten völlig umkrempeln kann. Und es heißt ja auch, dass Kinder eigentlich, insofern man sie noch nicht verdorben hat, bis zu einem gewissen Alter all diese Dinge nicht nur in sich tragen, das tun wir ja ohnehin, unabhängig vom Alter, aber das tatsächlich für die Kinder viel eher abrufbar ist, bis wir es ihnen austreiben, weil das natürlich Blödsinn ist. Ja, genau. Also wir können alle Möglichkeiten haben wir und wir können, egal aber auch in welchem Alter, es wieder reaktivieren. Das heißt, Kinder haben natürlich die absolute Freiheit, aber wir können es immer noch. Und die einzige Blockade oder das, was uns vielleicht davon abhält, ist das dann der Verstand oder was macht uns zu den Skeptikern, zu den Zweiflern, zu denen, die sagen, das ist alles Quatsch, das geht nicht? Das sind die Spiele, die wir uns erschaffen haben. Das heißt, Spiele, die wir bewusst so leben, dass jeder das Gleiche wahrnimmt, das Gleiche spielen kann, um gar nicht in die
Resonanz zu gehen, dass wir viel mehr können, als wir schon sind, also als wir sind. Also wer wirklich bereit ist, das erleben zu wollen und sich die Möglichkeiten dafür erschafft, der hat auch tatsächlich dann die Chance, dass dieses Tor für ihn aufgeht, während der Skeptiker, der es eigentlich negieren möchte, es nicht dadurch erfahren kann, dass er sagt, na, das will ich mal sehen, und nach einer Zehntelsekunde feststellt, das geht ja gar nicht, und damit ist bewiesen, dass alles so ist, wie es ist. Genau, das auch das Beweisen ist eine spannende Sache, ist ein Angebot an sich selbst und an den, der es dann machen soll. Und da ist eine Erwartung drin. Was ist Erwartung energetisch gesehen? Ist es eine Resonanzenergie? Und wenn man als Erschaffer da reingeht, dann erfüllt man genau die Erwartung, was der andere will. Wenn man, das heißt, wenn jemand sagt, das geht gar nicht, dann kriegt der andere genau das Signal und sieht nur das, was er erwartet. Ja, und vor allen Dingen ist der Beweis immer das Ende einer logischen Kette mit einer Ausgangsposition, die unter einer Fallbestimmung eine Definition hat. Also wir gehen davon aus, dass das und das so ist, dann kommt eine kausale Kette mit Logik und dann bedeutet das am Ende, deswegen ist bewiesen, dass dieses und jenes so ist. Und damit kommt der Rationalist ganz gut klar, weil es einfach erscheint, aber es gibt offensichtlich so viel mehr. Genau. Tatsächlich wäre ja aber dieser Erschaffer als Rationalist oder Zweifler auch ein Erschaffer, der sich genau dieses Spielfeld erschlossen hat. Ja, absolut. Und dann meistens unbewusst oder bewusst, dann könnte man ja variieren, dann könnte man ja auch andere Ebenen beschreiten. Ja, aber so ist es ein Erschaffer, der sich auf unbewusste Art genau dieses Spielfeld, das funktioniert alles nicht, hingegeben hat, ja? Genau, und das ist das Besondere, dass jeder Erschaffer die Spiele, die angeboten werden, aussuchen kann, und manche gehen voll rein und sehen, dass alles geht, und manche blockieren sich dadurch, dass sie ein Spiel, das nicht möglich sein, spielen. Dann werden wir in der nächsten Folge mal schauen, ob du uns ein paar Tipps dazu geben kannst, wie man an diese Dinge sich rantasten kann. Als jemand, der das sagt, das interessiert mich alles sehr, ich würde das auch gern erleben wollen. Sicherlich gibt es Möglichkeiten, über die wir dann also in der nächsten Ausgabe unserer Spezialedition mal reinschauen, zusammen mit Roman Christian Hafner. Dann möchte ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank sagen, dass du uns so tief schauen lässt, und ich hoffe, dass unsere Zuhörer noch ganz viele schöne Impulse mitnehmen können, denn für mich ist das ganz, ganz wertvolles Wissen. Ja, vielen Dank. Er ist immer ganz gerührt, der Roman, denn eigentlich ist er so ein ganz, ganz Lieber, der gerne für die Menschen da ist, und das finden wir ganz toll, deswegen bist du in der Sendung. Schön, dass du da bist. Mit einem Lächeln für alle Zuhörer. Natürlich Lebensfreude. Kurzmeditation. Lass uns den Moment dafür nutzen, um kurz in uns zu kehren. Such dir einen bequemen Platz, ob im Sitzen oder Liegen, und richte deine Aufmerksamkeit langsam auf die Atmung. Atme etwas langsamer und achtsamer ein, als du es normalerweise tust. Fokussiere dich auf deine Atmung. Nehme einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Atme in dieser Art weiter und weiter. Spüre, wie sich deine Lungen ausdehnen. Achte auf deine Bauchdecke, wie sie sich hebt und senkt. Jeder Mensch fühlt die Atembewegung anders. Denke darüber nach, wo du sie am stärksten spürst. Du musst dazu nicht in einer bestimmten Art atmen. Lass dich nun einfach durch den Körper atmen.
Nimm deinen Körper wahr. Spüre deine Arme. Lass sie sich entspannen. Spüre deine Beine. Lass auch sie sich entspannen. Lasse deinen ganzen Körper von Kopf bis Fuß abschalten. Lenke deine Aufmerksamkeit nun in das Innere deines Körpers. Schenke ihm deine Achtsamkeit. Was hat dein Körper dir zu sagen? Wie fühlt er sich an? Leicht? Schwer? Fühlt er sich gut an? Es ist ganz normal, wenn deine Gedanken abschweifen, du an etwas anderes denkst. Aber nehme es wahr. Und wenn es passiert, dann lenke deine Aufmerksamkeit zurück auf deinen Atem. Lass deinen Körper frei sein, leicht und entspannt, einfach im Hier und Jetzt. Es gibt kein richtig oder falsch. Fokussiere dich einfach weiter auf die Atmung. Kehre immer wieder zu ihr zurück. Nutze sie als einen Anker. Nehme die Atmung wahr als stiller Beobachter. Fokussiere dich auf den Fluss deiner Atmung, wie sich deine Lungen füllen und leeren. Und während du das tust, rückt alles andere in den Hintergrund. Dein Körper findet seine Mitte. Und das ganz von selbst. Du musst dafür nichts Bestimmtes tun. Lass es einfach auf dich zukommen. Dein Körper ist ein Geschenk. Schenke du ihm die Achtsamkeit, die er verdient. Höre auf ihn, was er dir zu sagen hat. Der Rest passiert ganz von alleine. Nehme nun ein letztes Mal diesen Moment wahr. Ohne es deuten zu wollen, spüre einfach hin. Wie ist es, zu sein? Lasse uns nun wieder zurückkehren. Lenke die Aufmerksamkeit Stück für Stück zurück in das Hier und Jetzt. Spüre, wie dein Körper schwerer wird.
Öffne langsam die Augen und sei im Hier und Jetzt.